Toni, der Totschläger, einzigartig. Jetzt hier auf YouTube die Eins, nicht artig. Let's Plays aus dem Ghetto zu brutal. Überzeug dich doch selbst, abonnier meinen Kanal. Toni, der Totschläger, einzigartig. Jetzt hier auf YouTube die Eins, nicht artig. Willkommen auf Totschläger TV, meine Freunde. Jetzt wird es auf jeden Fall episch hier mit The Witcher 3 Wild Hunt. Wir wollen hier richtig durchdrehen, ihr wisst Bescheid. Dieses Let's Play wird hier auf jeden Fall jetzt starten und ja, was soll ich sagen? Größe des Bildschirms anpassen, sauber, gleich mal X drücken. Wir zocken hier auf der PS4 und das wird mein erstes Let's Play sein, was ich komplett durchziehen werde auf jeden Fall. Das ist versprochen, meine Freunde. So versammelt ihr euch vor mir. Das Intro kommt schon. Verzweifelt. Gebt euch. Gebt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt. Die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Waisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Das ist doch sauber. Das hört sich nicht schlecht an. Ja, wir wurden eben unterbrochen durch dieses epische Intro. Auch wenn es grafikmäßig ein bisschen unterlegen ist, was wirklich im Spiel so zu sehen ist. Aber wie gesagt, das ist mein erstes Let's Play, was ich ganz durchziehen werde. Dem Projekt werde ich mich auf jeden Fall widmen. FIFA-Videos werden ab und zu bestimmt auch kommen. Erstmal wohl nicht, Alter, weil The Witcher, da muss ich erstmal jetzt richtig suchten. Wir gucken hier erstmal in die Optionen rein. Audio, ja, das kann alles so laut bleiben. Schön Sound, Alter. Ich stehe auf Sound, ihr wisst Bescheid. Der Toni, der alte Rapper, braucht immer dicken Sound. Die Empfindlichkeit der Sticks und so. Ja, das kann man später noch bestätigen, abbrechen, tauschen. Okay, das kann man später noch einstellen. Steuerungsschema. Ah, brauchen wir auch nicht. Tutorial-Nachrichten, Anzeige. Ah, brauchen wir auch nicht. Sprache. Da haben wir alles schon.
würde ich sagen, gucken wir uns mal einfach nur die Geschichte näher. Auf keinen Fall das Schwert und die Geschichte. Blut, Schweiß und Tränen. Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler. Ja, auf jeden, Alter. Ja, wir nehmen Blut, Schweiß und Tränen, ist doch ganz klar. Kack mal auf alles andere. Tutorials anzeigen ein. Spielstand aus The Witcher 2 simulieren. Hä? Spielstand aus The Witcher 2 simulieren? Nee, aus. Sauber, das ist schon eher mein Fall. Drehen. Boah. Was hat er mit dem Pferd gemacht, Alter? Richtig zerrissen. Scheiße. Scheiße. Ballert das, Alter. Genau darauf steht der Toni. Genau darauf. Ist das episch. So will ich das sehen. Boah, diese Grafik, ne? Die Gesichter sehen richtig brutal aus. Sehr geil. Oh mein Gott, was für Grafik, Alter. So stelle ich mir Next Gen vor. Genau so. Zocken auf der PS4, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Zocke sowieso nur auf der PS4. Ich liebe meine PlayStation. PlayStation for life. An alle Xbox-Bastarde, Alter. Fickt euch, Mann. Nein, Spaß. Wollen wir hier keinen Krieg anzetteln? Es lädt. Kleinen Schluck aus der Schlagring-Tasse hier. Junge, Playboy oder was? Richtiger Player. Er chillt brutal ab. Junge, was ist das für Grafik, Mann? Sauber. Jetzt kriegt er einen Blowjob, Alter. Also, oh, ja. Yeah. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst
jetzt sich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Was hat der für einen Namen, Alter? Shit. Na dann, bis später. Bis später. Wichtiger Player. Sie sitzt da, er knallt sie nicht. Oder? Oh. Junge, besorg sie jetzt. Guter Arsch, diese. Junge, perverse Grafik, Alter. Kann ich nur jedem empfehlen, Alter. Kauft euch den Shit. Ohne Witz. Kauft euch The Witcher 3. Richtig geiles Game. Boah, wie hot die ist. Was geht da ab, Mann? Nicht, dass ihr euch hier einen runterladet oder so, ne? Neue Quest, willkommen beim Tutorial. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden in Glossa gespeichert, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Ah. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt den aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Okay. Spring. Zauber, Junge. Halte L2 gedrückt, um Hexersinne einzusetzen. Ja, und dann? Suche nach wichtigen Objekten, okay? Was ist das hier? Ist der Tanga oder was? Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Unterwäsche. Warum sagt sie das nicht? Oder hat er das gedacht? Boah, die ist geil, Junge. Vorhin Tanga, Digga. Gab's da früher auch schon Tangas? Gibt's ja nicht. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um, was hier so abgeht. Ja, ihr wisst Bescheid, Alter. Der Toni zockt ja sonst immer nur FIFA. Ausmachen. Sauber. Anzünden. Muss man ja ein bisschen ausprobieren. Ich muss mich erstmal hier so ein bisschen reinfuchsen, Alter. Ist jetzt ungewohnt, so ein normales Let's Play zu machen. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich möchte noch etwas bei dir bleiben. Lass uns unvernünftig sein. Du hast recht, lass uns unvernünftig sein, ne? Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Das sag ich auch immer. Sauber. Der Typ gefällt mir jetzt schon, Alter. Ich kenne ihn ja schon aus The Witcher 2. Trotzdem, Mann, das ist richtig lange her. Ich kenne nur dich, Alter. Bam, guck mal, wie er geht. Richtiger Boss. Richtiger Zerreißer. So. Mit Hilfe der Hexersinne sollten wir noch Sachen finden. Ah, da. Sag mal, was ist das? Ach so, man muss das auch an. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Aber warum redet sie immer nicht? Steht immer nur. Gold passt nicht zu meinem Teint.
Naja, gut. Da ist nichts mehr. Das kann man auch hier ein bisschen... Zack. Okay. Da hinten ist auch noch was. Was ist das? Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Geralt! Mach keine Faxen. Hör auf, in meinen Tangas zu schnüffeln. Was ist das? Ah, hier ist der Schlüssel. Um Türen aufzuschließen, näher dich und drücke X. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was geht hier? Achso. Aber was ist das? Da wird noch irgendwas angezeigt. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Ja, ich kann dir so einiges besorgen. Ja, jetzt kommen bestimmt die Leute hier. Toni, warum bist du so sexistisch? Kein Plan, Alter. Das liegt in meiner Natur. Kann ich nichts für. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles gesehen hier, oder? Ah, nichts verpassen, Alter. Nichts vergessen. Der Babbo macht jetzt die Tür auf. Dann gehen wir mal gucken, was im Schlafzimmer auf uns wartet. Vielleicht hat sie ja eine brutale Dildo-Sammlung. Wie er geht, Junge, er ist ein richtiger Boss. Shit. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Wir haben sie verwöhnt. Ich muss zugeben, dass wir sie verwöhnt haben. Wir haben sie verwöhnt? Ich hab's schon immer gesagt. Ciri braucht eine harte Hand. Das hast du gesagt. Aber du hast dich genauso rumkommandieren lassen wie alle anderen. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen,
ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht. Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Okay. Ich bin zuerst oben. Lauf mit Ciri die Mauern fängst, zum Burghof entlang. Okay. Ja, X drücken. Da brauche ich euch, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Das seht ihr dann immer alles selber. Was, wenn du ein Hindernis ist, über eine Neige und drücke? Okay. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ich verletzen und sogar sterben. Ciri, lass den Quatsch. Ach, wo lang? Was ist denn das? Da kann ich die nehmen, die Axt? Bisschen Hexersinne? Nee, geht leider nicht. Aber man muss ja mal probieren, ne? Hm, ist das ein Naseweiß, das Kind? Tritt durch. Rennen und springen. Drücke beim Rennen. Soll ich zurückkommen und dir helfen? Drücke beim Rennen Kreis, um über Hindernisse zu springen. Ja. Und wo sind Hindernisse? Boah. Ne. Erster! Na, 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 na. Alter, boah, hab ich mich gleich krass verletzt, Alter. What the fuck? Ich halte beim Bewegen X gedrückt, um zu springen. Okay. Oh nein. Besemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Zerrissen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Finde dich nicht heraus. Du hättest sagen können, dass du die Übungen gemacht hast, als Wesemir geschlafen hat. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Fangen wir lieber mit den Grundlagen an. Ja, auf jeden. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Wir wollen das Game ja von klein auf lernen und durchdrehen. Zieh das Schwert, Geralt. Oha. Zieh das Schwert, Geralt. Gerüstete Ritter ätherische
Ist das ätherisch? Ja. Ätherische Erscheinungen, Knochen, knackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Okay. Hast du genug? Zieh das Schwert. Steilschwert zu ziehen. Drücke R3, um ein Ziel auszuwählen. Oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Okay. Das ist nicht dein Tag. Schnelle Hiebe. Eins, zwei, okay. Zack. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Bam. Zuschlagen, nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Führe einen starken, indem du links drückst, okay. Bam! Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Okay, das ist beides. Um zu einer Seite auszuweichen, wähle mit L eine Richtung aus und drücke dann Kreis. Ah, chillig. Warte, bis Wesi mir angreift. Sehr schön. Um einen Hieb auszuweichen, wähle mit L eine Richtung aus und drücke X. Okay. Alles klar. Okay. Den Winkel? Und parieren. Nicht schlecht. So. Simuliere jetzt, überlebe später. So, alles gerissen. Drücke um Mitte bei vor dem eines Gegners, meinen Gegenangriff auszuführen. Konter! Schlag gegen Schlag! Achso, okay. Vielleicht zieht ein Sturm auf. Wer will nochmal? Komm schon. Hey, was? Ach so, gedrückt halten, alles klar. Ich habe immer zu kurz gedrückt. So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen. Schnellzugriff zu. Fangen wir mit Quen an. Das Zeichen des Quen aktivieren. Fangen aus und aktiviere es mit X. Ey, was? Achso. Mist. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu. So kann dann siehst du gleich warum. Okay. Schütz dich vor Schaden und bestimmten kritischen Effekten. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Okay. Igni ist hier. Muss erstmal klarkommen hier. Oh. So. Ja, hab ich doch ausgewählt. Achso. Gehe nach und drücke R2, um Zeichen auf ihn zu wirken. Okay. Bewirkt Feuerschaden und wirkt mit deinem Gewissen verbrennen auf ihn. Art, Geralt! Na los! Art auswählen. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Ja, ist nicht schlecht. Zeit für Axi. Axi! Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Sie kann dich ganz schön durcheinander bringen. Okay. Kranker Scheiß. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Irden. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Okay. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Wirf eine Bombe, tritt zurück und wirf eine Bombe, indem du R1 drückst.
Stelle dich an den markierten Ort. Okay. Halte R1 gedrückt, ziele auf den markierten Trainingspfosten und lass den zum Werfen los. Okay. Kann ich hier nicht die anvisieren? Na, okay, dann nicht. Hä? Ach so. Okay. Das Kampftraining ist jetzt ab, du kannst noch beliebig mit mir sehen, weiter trainieren. Beende das Training, indem du rechts oder links gedrückt hältst und das Schwert damit wegsteckst. Gut, das ist nicht dein Tag. Das reicht. Wir trainieren lassen wir lieben weiter. Alter. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Er zerreißt mich vorher, Alter. Ich muss ja mal kurz. Ach, man muss auch voll schnell das machen. Heftig. Ja, ist doch gut, Digga. Chill mal dein Leben, Alter. Boah, da muss man erstmal reinkommen, das alles auszuwählen und bla. Krass. Dass es dann noch gleichzeitig weitergeht, ist heftig. Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Die ist weg. Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was geht denn, Alter? Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf. Nein! Crazy shit. Das war kranker Scheiß. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich habe von Kaer Morhen geträumt. Ich würde lieber nicht drüber reden. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Dann haben wir mit ihr geübt. Sicher, dass sie nicht. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Vielleicht ist sie in Gefahr. Es war mehr. Das ist das Problem.
Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Ja, Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Privatsache. Das will man als Bettbenutzer haben. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghoul. Alles klar, meine Freunde, dann würde ich sagen, Alter, in der nächsten Folge, im zweiten Teil dieses Abenteuers, drehen wir richtig durch und wie es aussieht, werden wir hier unseren ersten Kampf bestreiten müssen. Also, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, Alter, lasst natürlich einen Daumen nach oben da und teilt den Shit auf Facebook. Ihr wisst Bescheid, Donny der Totschläger ist raus, Alter. Abonnieren statt onanieren, du Wahaheist.